Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy. Ich guck mal kurz nach, ob ich auch wirklich aufnehme und nicht ins Leere quatsche. Aber ja, sieht gut aus. Ich nehme gerade direkt nach dem Stream auf, der gestern lief. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir legen los mit Level 8. Wo ich keine Macht habe. Über Nacht. Okay, ich versuche mich zu konzentrieren, Leute. Also, und Folgen werden heute auch ein bisschen kürzer. Weil ich nehme jetzt die auf und dann im Anschluss direkt die nächste für Dienstag auch schon. Und falls ihr dann irgendwie was Längeres erwartet habt, tut mir leid. Kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt wirklich so ist, oder? Ah, Mann. Und wie schon mal gesagt, sie kann noch so viel herumglitschen. Es ändert nichts daran, dass ich das hier jemals schaffen werde. Das war blöd. Ah, Mann! Na gut. Wie dem auch sei. Ja, ich erwähne nochmal auch hier jetzt wieder an der Stelle und auch sowieso jetzt in nächster Zeit das häufiger. Ich streame wieder. Also, wenn ihr irgendwie Immortal Redneck, Ultimate Chicken Horse oder andere Sachen auf meinem Kanal vermissen solltet, BZB überhaupt sagt, okay, das fehlt noch, dass dein Kanal definitiv ein, ja, vernünftiger ist. Und jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Dann, ja, werdet ihr auf meinem Streaming-Kanal auf jeden Fall davon fündig. Natürlich momentan alles immer solche Sachen, die halt nur über eine Woche verweilend da sind. Aber immerhin, ne? Und wir haben die Warp Zone. Habe ich nur herausgefunden, weil da eben irgendwie was runtergekrümelt ist. Super Meat Boy. So, um nochmal ein bisschen das Cover da ein bisschen anzuregen. What? Okay, das war nicht zu spät, sondern zu früh. Ich muss quasi hüpfen, wenn ich... Okay. Da war ich zu vorschnell. Ja, war klar. Machen wir gleich nochmal. Könnt ihr nicht sagen, dass ich mich da nicht durchquäle? Mir fällt gerade ein, ich habe in den anderen noch nicht wirklich die Warpzones weiter versucht zu erreichen, ne?
Sollte ich hier auch mal zu sehen. Ja doch, definitiv. Bitte was? Okay. Hab verstanden. Muss schneller sein. Das ist die Message von dem Spiel. Oh. Okay. Ich werde sowas von sterben. Ja. Machen wir direkt wieder nochmal. Ja, ist gut. Wenn jetzt bei diesem Anlauf nichts wird, könnt ihr euch denken, genau, überspringe ich das hier gerade erstmal und mache das wieder im Off. So, erste Zone geschafft. Zweite Zone den Fehler erkannt und somit jetzt gebannt. Oder auch nicht. Okay, heißt links, links, links hoch halten. Oh, komm. So bad timing habe ich nun auch wieder nicht. Okay. Ne, Level 3. Der kann ja nur mal sicher gehen, ne? Oder? Nee, okay. Okay, hier ist das Prinzip wieder der Ecke. Oh, geschuldet. Nein! Oh, komm, als ob ich exakt an der... Ah, Mann. Komm, das machen wir jetzt nochmal. Immerhin war ich kurz vor Ende. Drei Level gibt's. Drei mögliche. Hoppla. Zwei mögliche Pflaster. Ah, Gott. Komm. Okay, entspannt bleiben. Nicht am ersten Level direkt so hart. Hauen. Und exakt. Ich habe exakt das Timing vom Ball abgepasst. Perfekt. Nicht. Okay. Wie gesagt, ich verbleib dabei. Ach komm. Der letzte Ball war doch auch schon wieder am Fallen. Egal. Okay, erst springen, wenn ungefähr der dritte Ball abgeprallt ist. So ungefähr. Alter. Das ist ja eher... Okay, ist doch eher noch mehr Glück als irgendwas mit Berechnung. So, und hier darf ich echt mir keinen Schnitt erlauben. Nein! Oh Gott. Dabei war doch der Anfang schon so gut gesetzt. Ich kam nicht auf den Boden auf, weil ich noch am Schweben war. Nein! In die Säge! Ah, in die Säge reingeschoben. Ich mach das, Leute. Könnt ihr vergessen. Wenn das so leicht ist, tut mir leid, es ist halt gerade tatsächlich für mich ausnahmsweise mal leicht, dann mache ich das mit. Ah, ich stand viel zu weit vorne, deswegen. Okay, mitdenken, 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 mitdenken. Wie war das hier? Ach ja, genau. Wow, okay.
Ich hab die Arschkarte. Okay. Ja, war klar. Weil ich das Pflaster nicht instant mitgenommen habe. Meine Güte. Ach, komm. Wo? Boah, warum Leertaste? 30.000 Mal die Leertaste gedrückt. 30.000 Mal gefühlt. Und was ist? Nö. Ich setz erst ein, wenn du, keine Ahnung, 30.000 Mal 1 geklickt hast. Ah, Gott. Ohne Spaß mal, ey. So. Kann ich noch so oft. Okay, nicht aufregen, wir kriegen das hin. Exakt in die Kugel. Aber auch exakt in die Kugel reingesprungen. Da bin ich wieder nach unten. Es ist halt so hart unlogisch. Ich habe jetzt noch 8 Minuten, dann ist der Part schon wieder durch, Leute. Dann springe ich in den Part Nummer 2 und dann ist es da wahrscheinlich wieder so First Try Ding wieder. Ich sehe es auch schon wieder kommen. So. Und wieder exakt in einen Ball reingesprungen. Aber wirklich, wirklich exakt. Okay, ich sollte vielleicht auch die Wand mitnehmen beim Hochklettern. Und nicht irgendwie hektisch davon abspringen. Okay. Das war mehr Glück als Verstand. Und dass das mir zweimal passiert, ist nicht gut, weil... Ich kann... Mann! Ich wollte nicht... Mann! Also, erstmal abgesehen davon, dass es zwar schön und gut ist, dass ich das zweimal hintereinander packe. Könntest du das bitte vielleicht nicht tun? Das wäre so ganz liebevoll. Okay. Erstes Level mal ja mittlerweile im Schlaf. So. Zweites Level. Ich darf da einfach nicht warten beim zweiten Level. Zumindest nicht allzu lange. So. Okay. Warte mal, wie soll ich denn... Okay, das Pflaster ist rein hypothetisch gar nicht holbar. Deswegen kam ein Lavaball auf mich runtergefallen. Ah, komm schon. Nicht in die Säge springen. Was mache ich denn da? Ach, ich kriege eine Krise. Entschuldigung. Also echt halt einfach nur noch anstrengend, drauf klarzukommen, dass rein hypothetisch die Level total einfach sind. Bloß dann natürlich beim fucking ersten Versuch, wo es hätte klappen können, dass man da quasi versagt. Also, nein. Muss halt nicht. Ach komm. Jetzt bin ich da irgendwie gerade drauf klargekommen. So ganz minimal. Sag mal, das dritte Level ist auch eher so jetzt hier so von wegen hier, kannst du mir mal an die Füße fassen, Level. Oh, ist ja gerade richtig ätzend. Ah, komm schon. Warum wird das denn jetzt gerade hier wieder so matschig? Gerade in meinem Kopf. So, das Level. Hm.
viel zu früh nachgesprungen. Nein, nein, ich habe keinen Zeitdruck. Okay, maximal 4 Minuten für die nächsten 2 Level. Und go. Okay, da kam halt der nächste Ball schon nach. So. Ich hätte nach links wegspringen müssen, ich weiß. Okay, lieber safe, also hier sichern, als dass ich da mich nochmal durchquäle. Also ich werde noch das zweite Pflaster auf jeden Fall holen, werde aber gucken, wie ich das da hole überhaupt. Ich gucke mir noch Level 10 eben an, ob ich das noch packe. Zitat, Level abschließen und so, ne? Okay, so schon mal nicht. What? Okay, das war jetzt lächerlich. Mann! So, jetzt hat es gerade funktioniert. Holy moly. Hi, ich bin Speedboy. Ich springe über Portale weg, weil ich die nicht brauche. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viele Anlauf es rein hypothetisch in diesem Level ist hier. Ah, das tut im Rücken weh, wenn ich das so schon sehe. So. Komm, komm, komm. Wird keine 1A-Zeit. Und ich falle auch noch in die Lava. Na. Okay. Ich kann das schneller schaffen. Verstehe. Oh! Okay. War das jetzt dein Ernst? Nein. Brauch ja nichts zu sagen, ne? Nein! Warum? Okay, egal. Vergessen wir ganz kurz mal Level 10 für eine kurze Weile und gucken zumindest in Level 11 rein. Das heißt nicht, dass ich Level 10 nicht nachholen muss. Muss ich ja dennoch. Und war keine 1A-Zeit, deswegen ganz kurz den Wecker erstmal hier anhalten. Ich wiederhole das Ganze nochmal.
Macht das aber ein Stück schneller. Sag mal. Okay, was muss ich da für eine Zeit haben? Bitte, was? 12,50? Okay. Kann ich schon wieder vergessen. War nämlich nicht mehr in der Zeit. What? War in der Zeit. Somit haben wir das Level abgehakt. Und ich würde sagen, man hört und sieht sich beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.